Renner, SOG 5113. Das ist mein Kollege Brandt. Hallo. Wir haben den Fall von der Vermisstenstelle übernommen. Haben Sie ihn gefunden? Jo Kalisch, 38, Headbooker bei Catwalk Idols, einer der größten Modelagenturen unserer Stadt. Hätte vor 4 Tagen aus einem Karibikurlaub zurückkehren sollen, ist er aber nicht deswegen gestern als vermisst gemeldet. Ja und? Vielleicht hat er spontan verlängert und regelt sich jetzt irgendwo in der Sonne. Mhm. Bei Cocktails, Koks und hübschen Frauen. Ja, genau. Mhm. Definitiv nicht. Die Kollegen von der Vermisstenstelle haben seinen Hin- und Rückflug überprüft. Beide nicht angetreten. Er ist also gar nicht erst losgeflogen. Ja, und er ist nie an seinem Urlaubsort angekommen. Und das bedeutet, er ist seit genau 25 Tagen verschwunden. Wer hat sein Verschwinden gemeldet? Seine Freundin Jessica Pohl. Topmodel bei Catwalk Idols. Sie war vermutlich auch die Letzte, die ihn am Morgen seines Verschwindens gesehen hat. Ja, das stimmt. Ich habe Jo am Morgen seines Abflugs vor unserer Wohnung verabschiedet. Sie haben ihn gar nicht zum Flughafen gebracht? Wollte ich eigentlich, aber es kam kurzfristig ein Shooting dazwischen. Danach sind Sie nie auf die Idee gekommen, dass was nicht stimmen könnte. Ich meine, er hat sich 3 Wochen lang nicht gemeldet. Jo ist nicht der Typ für Ansichtskarten oder dauernde Anrufe. Wie war denn Ihr Verhältnis zuletzt? Gab es Probleme? Streit? Überhaupt nicht. Ich bin ja erst ein paar Wochen vor seinem Urlaub zu ihm gezogen. Alles bestens. Wieso fragen Sie das denn? Und überhaupt, wieso haben Sie die Sache jetzt übernommen? Ist was passiert mit Jo? Also bei seinen Freunden und Verwandten hat er sich nicht gemeldet. Handyortung ebenfalls negativ. Genauso alle Anfragen bei Krankenhäusern und Unfallkliniken. Vielleicht hat er sich abgesetzt. Das glaube ich nicht. Er hat ein festes soziales Umfeld, Erfolg im Job. Außerdem bis auf die üblichen Daueraufträge. Keinerlei Kontobewegung innerhalb der letzten 25 Tage. Tja, Arthur, aber das sind doch alles keine Anzeichen für ein Verbrechen. Warum kommt der Fall zu uns? Mit Kalisch ist auch sein Wagen verschwunden. Er wurde zur Fahndung ausgeschrieben und heute Morgen sichergestellt. 2 vorbestrafte Jugendliche haben mit ihm eine kleine Spritztour durch unsere schöne Stadt gemacht. Mhm. Und? Blutspuren auf dem Beifahrersitz. Raubmord. Die beiden Autoknacker waren nachweislich bei Kalischs Verschwinden nicht in dieser Stadt. Sie geben an, sie hätten den Wagen bei einem alten Fabrikgelände gefunden. Anwohner haben bestätigt, dass er da schon eine Weile gestanden hat. Also, wir sollen jetzt rausfinden, was passiert ist. Ja. Haben Sie eine Ahnung, was Ihr Freund bei diesem Fabrikgelände zu suchen hatte? Das Blut im Wagen, ist das von Jo? Das wird gerade überprüft. Hat Ihr Freund Feinde? Nein. Ja, vielleicht, was weiß ich. In seiner Position natürlich gibt es da Neider. Zum Beispiel? Fragen Sie eine Agentur bei Rick, seinem Chef Rick van Haaren. Jo Kalisch ist mein bester Mann. So eine Position erarbeitet man sich nicht nur mit Nettigkeiten. Hat er immer Schwierigkeiten mit Kunden, Kollegen oder Models? Nein, im Gegenteil, der ist bei allen sehr beliebt. Trotz seiner Härte und Direktheit. Oder vielleicht gerade deshalb. Man weiß bei ihm immer, woran man ist. Haben Sie eine Erklärung für sein Verschwinden? Es tut mir leid. Möglich, dass ein Model, das es in ihrer Agentur nicht geschafft hat, sich an Kalisch gerecht hat? Es ist sicher verletzend, zurückgewiesen zu werden. Vor allem, wenn jemand so hart und direkt ist. Mit der Neuakquise hat Jo gar nichts zu tun. Er kümmert sich ausschließlich um die arrivierten Zugpferde unseres Hauses. Okay, wir brauchen eine Liste dieser Zugpferde. Und eine Liste der Kunden, die Kalisch betreut hat. Lass ich Ihnen zukommen. Als Headbooker hat man doch eine gewisse Machtposition gegenüber den Models. Wer bekommt welchen Auftrag oder welche Titelseite? Ach, Sie meinen, ob er diese Position ausgenutzt hat? Hat er? Mit dem Klischee kann ich leider nicht dienen. Dafür ist er viel zu professionell. Naja, professionell. Ich meine, ist er mit einem Ihrer erfolgreichsten Models zusammen? Na, keine Sorge, die Jessie kann sehr gut auf sich selbst aufpassen. Sicher, Jo kann manchmal recht schwierig sein. Hm. Trotzdem sind Sie mit ihm zusammen? Weil er privat ganz anders ist als im Job. Viel liebenswürdiger, als die meisten denken. Jessie, wir müssen. Bring
Bring sie mir wieder zurück. Bitte. Die Kriminaltechnik hat sich gemeldet. Das Blut auf dem Beifahrersitz stammt definitiv von Joe Kalisch. Geht's was von diesem Fabrikgelände? Keine Spur von ihm, kein Blut, nix. Was sagen eigentlich seine Kunden über ihn? Diejenigen, die ich bisher erreicht habe, bestätigen das, was dieser Van Haren über ihn gesagt hat. Eiskalt, knallhart, professionell. Dazu passt auch eine E-Mail, die ich in seinem Postfach gefunden habe. Elender Scheißkerl, ich verfluche den Tag, an dem ich dir begegnet bin. 1 Million für den, der dich in 1000 Stücke schießt und so weiter und so weiter. Das sind nur die netten Stellen. Abgeschickt von einer Carola Schwarz. Laut Van Haren, ehemaliges Agenturmodel und Kalischs Ex. Hast du schon mit ihr gesprochen? Nee, noch nicht erreicht. Wir kümmern uns morgen um sie. Und wir sollten mit Kalischs Bank sprechen. Laut Verbindungsnachweis hat er die Tage vor seinem Verschwinden ein paar Mal dort angerufen. Gut. Und wir befragen noch mal die Anwohner von diesem Fabrikgelände. Vielleicht hat ja jemand gesehen, wer Kalischs Wagen dort abgestellt hat. Dann checken wir die Taxiunternehmen. Irgendwie muss der Fahrer ja von da draußen wieder reingekommen sein. Tja, dann bleibt für mich und Theo wohl oder übel nur die Befragung der Models übrig. Mir bricht das Herz. Keiner Alarm. Guten Abend, da. Das ist ja wunderbar, dass alle gleich beieinander sind. Ich möchte Ihnen nur rasch den Herrn Lorenz vorstellen, weil der Herr Lorenz übernimmt ab morgen meinen Platz im Präsidium. Frau Dr. Kreiner, Sie werden uns doch nicht etwa verlassen? Keine falschen Hoffnungen, Herr Brandt. Ich gehe lediglich 5 Wochen zur Kur. Der Kampf um die Gerechtigkeit fordert seinen Tribut. Da muss man fit bleiben. Freut mich, Sie kennenzulernen, Arthur Bauer. Jan Otto Lorenz, die Freude ist ganz auf meiner Seite. Endlich lerne ich die berühmte Soko 5113 kennen. Herr Brandt, keine riskanten Alleingänge, solange ich die Abteilung führe. Frau Hahn, nehme ich an. Grüß Gott. Wie geht's dem Kleinen? Gut, bestens. Kommissar Renner, hab schon viel von Ihnen gehört. Hoffentlich nicht alles. Dann möchte ich Sie auch gar nicht länger von Ihrer Pflicht abhalten. Ich bin sicher, wir werden in den nächsten Tagen noch Gelegenheit haben, uns näher kennenzulernen. Ja, Herrschaften, in diesem Sinne, einen schönen Abend. Und dir gute Erholung, Evelyn. Der Kampf für die Gerechtigkeit braucht deine ganze Kraft. Wem sagst du das, Art? Scheint doch ganz, ganz nett zu sein. Abwarten. Komm, Mann, gib ihm eine Chance. Habt ihr so ein Gefühl? Was für ein Gefühl? Der bringt uns nur Ärger. Es geht um Joe Kalisch. Was ist mit ihm? Wüssten wir auch gern. Er ist verschwunden. Quatsch. Du bist doch in Urlaub. Kommen Sie. Bitte. Frau Schwarz, wann haben Sie ihn das letzte Mal gesehen? 2 Tage vor seinem Abflug. Wieso verschwunden? Was ist denn passiert? Sie haben sich vor ein paar Monaten von Kalisch getrennt. Wie haben Sie sich seitdem verstanden? Gut. Bestens. Wieso? Wir haben den Abschiedsgruß gelesen, den Sie ihm am Tag vor seiner Reise gemailt haben. Deswegen der ganze Stress hier. Klang jedenfalls nicht nach gut. Und schon gar nicht nach bestens. Könnte ich vielleicht einen Schluck Wasser bekommen? Bitte. Das ist nicht so, wie Sie denken. Das war einfach eine Kurzschlussreaktion. Ausgelöst wodurch? Danke. Jo und ich sind wieder zusammen. Aha. Seit wann? 2 Wochen vor seinem Urlaub. Er hat sich bei mir ausgeheult wegen Jessie. Lief wohl nicht mehr so, seit sie zusammengezogen sind. Da ist es eben passiert. Und warum dann diese Mail? Ach, wir haben uns gestritten. Ich wollte, dass er unsere Beziehung wieder öffentlich macht. Aber er wollte nicht. Er hatte Angst vor Jessie. Diese eifersüchtige Tussi hat ihm sein Leben doch zur Hölle gemacht.
keiner da kommen. Ja, warte mal. Hast du es gerade gehört? Was? Frau Pohl! Jesse, hallo! Alles in Ordnung? Wir haben noch ein paar Fragen. Tut mir leid, es ist gerade ganz schlecht. Geht's wieder? Frau Pohl, Sie und Jo Kalisch, hatten Sie jemals Grund zur Eifersucht? Nein. Kommen Sie, er hat jeden Tag mit den schönsten Frauen der Stadt zu tun. Nein. Kennen Sie eine Carola Schwarz? Was hat sie Ihnen denn erzählt? Dass sie heimlich wieder mit Kalisch zusammen war. Wussten Sie davon? Lügt. Sicher? Jo hat ihr unmissverständlich klargemacht, dass sie zu alt und verbraucht ist. Für ihn und für den Job. Er war da... Sehr direkt. Wir wissen davon. Die Frau ist da völlig am Ende. Und weil sie die Wahrheit nicht verträgt, hat sie zu trinken angefangen. Ich hoffe, ich ende nie so. Was meinen Sie? Warum hat sie uns diese Lüge aufgetischt? Wunschtraum? Sie hat behauptet, sie hätten ihn mit ihrer Eifersucht wieder zu ihr getrieben. Ja, klar. Deshalb hat sie auch mir auf der Agenturfeier vor 2 Wochen vor versammelter Mannschaft eine Riesenszene gemacht. Ich hätte ihr Jo weggenommen. Sie können ja nachfragen. Frau Pohl, machen wir. Falls Sie noch irgendwelche Fragen haben oder ich Ihnen sonst irgendwie helfen kann, dann können Sie mich... Natürlich war ich mit Jo zusammen. Gibt es da vielleicht irgendwelche Belege? Briefe, E-Mails, SMS. Die habe ich alle gelöscht und vernichtet. Wie ist eigentlich Ihr Verhältnis zu Jessica Pohl? Okay, wieso? Es gab einen Streit auf der Agenturparty vor 2 Wochen. Na und? Halb so schlimm. Wir haben da was. Das hat ein Gast mit seinem Handy gefilmt. Sie haben uns angelogen. Sie und Herr Kalisch waren längst kein Paar mehr. Er war mit Jessie Pohl glücklich. Dieses miese Dreckstück. Sie hat alles kaputt gemacht. Sie hat mir Jo weggenommen. Und Kalisch? Ist ein selbstsüchtiges, egomanisches Schwein. Er benutzt Menschen. Und wenn er sie nicht mehr braucht, dann schmeißt er sie einfach weg wie Dreck. Er hat mich einfach abserviert. Haben Sie was mit seinem Verschwinden zu tun? Nein, aber ich hoffe, er verreckt irgendwo. Frau Schwarz, wo ist Jo Kalisch? Ich weiß es nicht. Wo ist er? Ich will, dass man Ihre Kleidung und Schuhe auf Blutspuren untersucht. Ich besorge uns einen Durchsuchungsbeschluss für Ihre Wohnung. Hallo. Komm. Oh, 1,76. Die kommt als nächstes. Wieso? Du hast die letzte ausgesucht, nein, jetzt bin ich dran. Nein, du hast die letzte ausgesucht. Braucht ihr Hilfe? Wir regeln gerade die Reihenfolge. Befragungsmäßig. Befragungsmäßig. Schon klar. Ich habe übrigens den Bankberater von Kalisch erwischt. Kalisch hat bei seiner Bank einen größeren Kredit beantragt. Kredit wofür? Er will sich selbstständig machen. Und seine Bank hat den Kredit einen Tag vor seinem Abflug genehmigt. Mhm. Da wird sich sein Chef aber gefreut haben. Ja, ich wusste von Joes Plänen. Er hat mir kurz vor seinem Urlaub davon erzählt. Warum? Mhm. Herr Kalisch hat seinem Bankberater erzählt, sie hätten versucht, ihn davon abzuhalten. Sie hätten Angst, dass er einen Großteil ihrer Kunden und ihre besten Models mitnimmt. Und das wäre ja nicht gerade positiv für Sie. Ja, und genau deshalb habe ich ihm dieses Angebot gemacht. Welches Angebot? Als Mitinhaber bei Catwalk Idols einzusteigen. Das ist nichts. Mhm. Kompagnon statt Konkurrent. Ich hätte meinen besten Mann behalten und er hätte von unserem etablierten Namen profitiert, anstatt bei Null anfangen zu müssen. Und hat er angebissen? Entschuldigung. Du, ich rufe dich später zurück, ja? Danke. Er wollte während seines Urlaubs in Ruhe darüber nachdenken. Gibt's Zeugen für dieses Gespräch? Und warum?
Vielleicht hat er in Wirklichkeit ihr Angebot sofort abgelehnt. Für sie ein echtes Problem. Ach so, Quatsch. Jo Kalisch ist am 23. Oktober morgens um 8.45 Uhr das letzte Mal gesehen worden. Seinen Flug um 11.20 Uhr hat er nicht angetreten. Dazwischen muss also irgendetwas passiert sein. Herr van Haaren, wo waren Sie zu dieser Zeit? Wir machen später weiter. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass ich was mit Jos Verschwinden zu tun habe. Wo waren Sie? Vermutlich zu Hause. Ich fange immer erst nach 11 hier an. Gibt's dafür Zeugen? Nein. So, war's das jetzt? Ich hab zu tun. Du, ich kann gerade schlecht. Ich ruf dich später zurück, ja? Manne, was gibt's? Arthur, wir haben was Interessantes rausgefunden. Eine gewisse Ariana Krüger. Bitte. Model von Kalisch hat sich vor einem halben Jahr zu Tode gehungert. Und euer Freund, Rick van Haaren, hat seinen Angestellten verboten, über die Sache zu sprechen, hatte wohl Angst um den Ruf seines Ladens. Interessant. Er hat sogar gegen den Bruder des Opfers eine Unterlassungsklage angestrebt. Der hat wohl öffentlich behauptet, die Agentur sei schuld am Tod seiner Schwester, von wegen Forderungen an ihr Verkaufsgewicht. Und noch was, Ariana Krügers letzte Meldeadresse deckt sich mit der von Jesse Pohl vor ihrem Einzug bei Kalisch. Das heißt, die beiden haben zusammen gewohnt. Wieso übernehmt ihr beide? Da wird sich ja wohl einer freuen. Mach's gut, Männer. Ja, alles klar. Bis später. Hat auch immer anständig bezahlt, alles pünktlich. Na, nicht immer, das muss ich schon sagen, leider. Herr van Haaren, Ariana Krüger, der Name sagt Ihnen doch etwas. Was ist mit ihr? Sie ist verhungert, das wissen Sie doch ganz genau. Warum haben Sie das verschwiegen? Was heißt verschwiegen? Ich... Herrgott, nochmal. Sie wissen doch selbst, als vor ein paar Jahren mehrere Models gestorben sind. Verhungert sind. Die ganze Welt hat auf unsere Branche eingeprügelt. Aber seitdem hat sich viel verändert. Es gibt Vorschriften, Body Mass Index, Regelungen für ein Mindestgewicht beim Modenschauen und. Aber es passiert immer wieder und das ist keine gute Publicity für Sie. Das mit Ariana, das war eine Verkettung unglücklicher Umstände. Sie hatte psychische Probleme. Entschuldigen Sie, Herr van Haaren. Sie müssen doch irgendetwas bemerkt haben. Man verhungert doch nicht einfach so von heute auf morgen. Meine Güte, wir haben über 100 Models unter Vertrag. Ich kann mich doch nicht um die privaten Probleme jedes einzelnen Mädchens kümmern. Private Probleme? Es gab danach Ärger mit dem Bruder von Ariana Krüger. Ja. Sie aufgetaucht, hat randaliert. Aber wir konnten ihn loswerden, ohne die Polizei rufen zu müssen. Was wollte er? Er wollte Johann kragen. Und warum erfahren wir das alles erst jetzt? Das ist jetzt über ein halbes Jahr her. Was soll denn das mit Jos Verschwinden zu tun haben? Das wird sich zeigen. Hauptkommissar Bauer, Thomas Krüger. Grüß Gott. Bitte kommen Sie. Setzen Sie sich. Worum geht's denn? Jo Kalisch? Was ist mit ihm? Er ist verschwunden. Verschwunden? Na und? Eine sehr schöne Frau, Ihre Schwester. Ja. Sie hat schon als kleines Mädchen immer Modenschau gespielt. Model zu werden war ihr großer Traum. Und das ist aus ihrem Traum geworden. So hat sie ausgesehen. 2 Wochen vor ihrem Tod. Tun Sie es weg, bitte. Stört es Sie, wenn ich dabei weitermache? Ich treffe mich nachher noch mit Freunden. Sie waren mit Ariana Krüger befreundet? In unserer Branche gibt es keine Freundschaften. Aber Sie haben doch zusammen gewohnt. Ach, wissen Sie, wenn man als Model erfolgreich ist, dann bleibt kaum noch Zeit für Privates. Eine eigene Wohnung lohnt sich da meistens nicht. Deshalb ist es üblich, dass man mit mehreren Models zusammenzieht. Kennen Sie einen Thomas Krüger, den Bruder von Ariana? Flüchtig.
Wissen Sie, ob er sich in letzter Zeit mit Ihrem Freund getroffen hat? Jo hat nichts erzählt. Dieser Dreckskerl hatte Ariane auf dem Gewissen. Hat Ihre Schwester psychische Probleme? Wer sagt das? Kalisch? Hm? Ja, die hatte sie. Wegen ihm. Der Scheißkerl hat immer mehr Druck auf sie ausgeübt. Hüfte, Taille, Brust, hier noch ein Kilo weniger, da noch ein paar Millimeter runter, sonst würde er sie nicht mehr vermitteln können. Und diesem Druck hat sie nicht standgehalten. Sie wollte ihren Traum nicht aufgeben. Sie haben gedroht, Kalisch dafür zur Rechenschaft zu ziehen. Und wie Sie das meinen, haben Sie ja schon bewiesen. Eine Verurteilung wegen schwerer Körperverletzung. Der Typ damals wollte Ariane an die Wäsche. Sie war erst 16. Ich verschaff dir dein erstes Titelbild, hat er gesagt. Sie haben immer versucht, Ihre Schwester zu beschützen. Trotzdem konnten Sie Ihren Tod nicht verhindern. Und der Mann, der schuld daran ist, lebt weiter, als wäre nichts gewesen. Herr Krüger, haben Sie was mit dem Verschwinden von Jo Kalisch zu tun? Schon möglich, dass Jo ein wenig zu hart zu Ariana war, aber eine gewisse Härte ist nötig, um die Qualität zu wahren. Verstehen Sie? Frau Pohl, lässt Sie der Tod von Ariana so kalt? Natürlich nicht. Aber sowas kommt eben vor, wenn eine nicht weiß, worauf es ankommt in diesem Job. Ariana war einfach zu schwach für dieses Business. Jo Kalisch hat meine Schwester getötet, ja. Aber mit seinem Verschwinden habe ich nichts zu tun. Wo waren Sie am Morgen des 23. Oktober zwischen 8.30 Uhr und 11.30 Uhr? Ich sag doch, ich habe damit nichts zu tun. Sie ist tot und das kann niemand mehr ändern. Dann weisen Sie uns nach, wo Sie zu dieser Zeit waren und wir glauben Ihnen. Das weiß ich so nicht mehr. Das war vor einem Monat. Ich muss erst in meinem Kalender nachschauen. Dann tun Sie das, Herr Krüger. Bitte. Können Sie mal eben? Wissen Sie, dass Kalisch sich selbstständig machen will? Sicher. Er will ja, dass ich mit ihm komme. Wie hat denn sein Chef auf die Nachricht reagiert? Rick? Der war stinksauer. Können Sie sicher denken. So. Und wenn Sie noch mehr Fragen haben, müssen Sie mich zur Party begleiten. Es gibt Essen und zu trinken. Wird sicher lustig. Ja, danke. Andermal. Also wenn ihr mich fragt, dann hat dieser Van Haan das stärkste Motiv. Kalisch hätte mit seinem neuen Laden schlicht und einfach ruiniert. Und er hat kein Alibi. Das hat Thomas Krüger auch nicht. Und sein Motiv ist mindestens genauso stark. Rache für den qualvollen Tod seiner Schwester. Morgen. Servus. Carola Schwarz könnt ihr von der Liste streichen. Die Spusi hat keinerlei Blutspuren an ihrer Kleidung gefunden. Und in ihrer Wohnung war auch nichts. Außerdem ist ihr wieder eingefallen, wo sie am Morgen von Kalischs Verschwinden war. Und? Im Bett eines Modelkollegen. Bestätigt? Ja, Hahn. Was ist mit Jessica Pohl? Was die Behauptung wegen der Eifersucht angeht, das war eine Lüge. Jedenfalls hat es bis jetzt noch niemand bestätigt. Mhm. Okay, danke. Das war die Pressestelle. Verschiedene Zeitungs- und Netzredaktionen haben heute Morgen da angerufen. Die haben anonym einen Link zugeschickt bekommen. Ein Livestream. Seit 27 Tagen ohne feste Nahrung. Ach du meine Güte. Was denn? Und? Was sagen Sie dazu? Dass da jemand eine ganz besonders perfide Form der Hinrichtung inszeniert. Euer Mann wird offensichtlich gerade so weit mit Wasser und Spurenelementen versorgt, dass er nicht verdurstet oder aufgrund irgendwelcher Mangelerscheinungen vorzeitig wegstirbt. Mhm. Solange bis der Tod durch Unterernährung eintritt. Der Kreislauf macht schlapp. Ödeme, Apathie. Und schickmütlich geben dann nach und nach die Organe ihren Geist auf. Kein schöner Tod. Was meinen Sie? Wie lange hat er noch? Das ist schwierig per Ferndiagnose. Seit gut 4 Wochen ist er schon drin. Ein bisschen schmächtig schaut er mal aus. Der Knabe hat also kaum Reserven und so, wie er sie bewegt. Vom finalen Stadium, da sind wir nicht mehr recht weit entfernt. Das heißt, Doc. Und zur Sicherheit würde ich sagen, das ist jetzt jede Minute Zeit. Willst du den Mann da unbedingt rausholen? Bauer. Gut, ich komme.
Ich habe damit nichts zu tun. Sie haben immer noch kein Alibi. Warum glauben Sie mir denn nicht? Das Foto von Ariana in Kalis Verlies. Dazu die detaillierte Dokumentation ihres Verhungerns auf dieser Webseite. Herr Krüger, die Entführung und geplante Ermordung von Jo Kalisch ist ein geplanter Racheakt für den Tod ihrer Schwester. Und Sie wollen uns weismachen, Sie hätten damit nichts zu tun? Vielleicht nutzt da jemand Ariana nur als Vorwand. Für wie blöd halten Sie uns eigentlich? Wo ist Jo Kalisch? Warum sollte ich jetzt plötzlich ein halbes Jahr nach ihrem Tod sowas Krankes tun? Das wissen Sie ganz genau. Weil heute der Geburtstag ihrer Schwester wäre. Verdammt doch mal, reden Sie! Herr Krüger, ich kann Ihre Wut auf Kalisch, Ihre Verzweiflung verstehen. Wenn das mit meiner Schwester passiert wäre, ich weiß nicht, was ich getan hätte. Aber Sie wollen wegen so einem doch nicht für den Rest Ihres Lebens ins Gefängnis gehen. Bitte reden Sie, helfen Sie uns! Ja. Wir haben Krügers Wohnung auf den Kopf gestellt, haben aber keine Hinweise gefunden, wo er Kalisch versteckt hat. Dafür haben wir was anderes. Von wegen Jesse, Paul und Ariana haben sich nur flüchtig gekannt. Gut. Herr Krüger, wie war das Verhältnis von Ihrer Schwester zu Jessica Pohl? Was? Waren Sie befreundet? Ja, natürlich, ja. Die waren wie Schwestern, wie Pech und Schwefel, unzertrennlich. Jedenfalls habe ich das immer gedacht. Und warum jetzt nicht mehr? Kaum ist Ariana unter der Erde, steigt Jesse mit ihrem Mörder ins Bett. Sie haben uns angelogen. Womit? Wir haben einen Taxifahrer gefunden, der sich sehr gut an Sie erinnern kann. Er fährt nämlich nicht jeden Tag, ein Topmodel hat er gemeint. Er hat Sie in der Nacht vor dem angeblichen Verschwinden Ihres Freundes nach Hause gefahren. Und zwar von einer Nebenstraße des Fabrikgeländes, wo auch später sein Wagen gefunden wurde, den Sie dort abgestellt haben. Sie haben Kalisch diese Karibikreise geschenkt. Sie allein haben behauptet, dass er am Tag seines Abfluges wie geplant das Haus verlassen hat. Sie, Frau Pohl, Sie haben ihn entführt. Wo ist er? Kollegin Kreiner weg, knallt mir sowas auf den Schreibtisch. Tja, die liebe Evelyn hatte schon immer ein gutes Gespür für Timing. Noch hält sich die Presse mit der Veröffentlichung der Live-Bilder zurück. Also wissen wir, wie das läuft im Internet. Wenn nichts passiert, dann gucken morgen Millionen Kalisch beim Verhungern zu. Wir können uns das nicht leisten. Herr Lorenz, wir tun, was wir können. Und? Er hat sich seit über einer Stunde kaum noch bewegt. Scheiße. Lässt sich nicht irgendwie nachverfolgen, wer diese Bilder ins Netz gestellt hat. Das ist nicht so einfach. Die laufen über einen Provider in der Ukraine. Wir haben über das BKA um Amtshilfe bei Interpol Kiew nachgefragt. Und was ist mit der Wohnung der Verdächtigen? Keine Hinweise auf das Versteck. Mit anderen Worten, meine Herren, Sie stehen mit völlig leeren Händen da. Super. Nicht ganz. Laut der Experten vom BKA ist die Datenübertragung der Netzbilder extrem raffiniert verschlüsselt. Ja, da war ein Profi am Berg. Was heißt das? Das heißt, dass jemand Jessica Pohl dabei geholfen hat. Kollegin Hahn hört sich in ihrem Bekanntenkreis um. Ja, und? Jessica hat vor kurzem überall nachgefragt, ob jemand einen Computerfachmann kennt. Und ein Kollege hat sie an einen Bekannten aus der Hackerszene verwiesen. Katharina versucht, ihn gerade aufzutreiben. Und bis dahin halten wir uns an die einzige Spur, die wir haben. Der Raum, in dem Kalisch ist. Möglicherweise ein Teil der Industriebrachen, wo wir auch den Wagen gefunden haben. Ja, aber da haben Sie doch schon alles absuchen lassen. Könnte ja auch sein, dass die Kollegen was übersehen haben, oder? Gut, also, was brauchen Sie? Bereitschaftspolizei und Spürhunde. Ich kümmere mich drum. Danke. Auf Arianas Beerdigung.
Es war ihm anzusehen, dass das Ganze für ihn einfach nur eine lästige Pflicht war. Als der Sarg ins Grab gesenkt wurde, hat er telefoniert. In dem Moment habe ich beschlossen, ihn zu töten. Also bin ich auf seine lästige Anmache eingegangen, damit ich näher an ihn rankomme. Es war ganz einfach. Er hat sich sogar von Carola getrennt wegen mir. Wieso dieser aufwendige Plan mit der Entführung? Erst wollte ich ihn einfach nur töten. Aber dann... Er sollte so elend und qualvoll krepieren wie sie. Monatelang habe ich alles geplant und vorbereitet. Am Abend vor seinem Abflug haben wir auf seinen Urlaub angestoßen. Da habe ich ihm was in Champagner getan. Als ihm übel wurde, habe ich ihn aber nicht ins Krankenhaus gefahren. Mhm. Und das Blut auf dem Beifahrersitz? Er hat unterwegs gemerkt, dass was nicht stimmt und hat versucht, sich zu wehren. Da habe ich mit einer Taschenlampe so lange auf ihn eingeschlagen, bis er ruhig war. Sie haben ihn als vermisst gemeldet. Wieso? Um den Verdacht von sich abzulenken? Es sind erste Fragen gekommen von Freunden und Kollegen. Ich dachte, ich mache es, bevor es jemand anderes tut. Würden Sie mir jetzt bitte sagen, wo er ist? Hören Sie, bis jetzt handelt es sich nur um Entführung und Mordversuch. Aber wenn er stirbt, dann ist es Mord. Jesse, verdammt. Wollen Sie erst als alte Frau wieder aus dem Knast kommen? Wollen Sie das? Nein, das will ich nicht. Aber wenn das der Preis ist, bin ich bereit, ihn zu zahlen. Sind Sie sicher, dass Renner der richtige Mann dafür ist? Ja, das bin ich. Ich hab was. Kommen Sie. Die Reflexion. Vielleicht ein vorbeifahrender Wagen oder ein LKW. Oder ein Zug. Ich habe mir die Aufnahmen der letzten Stunden angesehen. Da war die Reflexion dreimal zu sehen. Aber bei der alten Fabrik gibt es keine Gleise. Er muss also woanders sein. Ich besorge uns die Netzpläne und die Kursbücher von Bahn und S-Bahn. Vielleicht kriegen wir ja da was raus. Gut, Mann. Ja, Katharina? Sehr gut. Sofort zum BKA damit. Wir haben den Hacker und das Verschlüsselungsprogramm, das Herr Jessica Pohl gegeben hat. Warum Jesse? Wofür hassen Sie ihn so sehr, dass Sie ihm das antun? Sie haben noch keine Ahnung. Dann erklären Sie es mir. Ich war 16, als Sie mir zum ersten Mal gesagt haben, ich soll abnehmen. Aber Sie sind nie zufrieden. Du bist zu groß, zu klein, zu ungelenk, irgendwas ist immer. Aber plötzlich war ich Ihnen zu dick. Was haben Sie gemacht? Meine erste Diät. Aber es ist nie genug. Nie. Sie hören nicht auf. Die Spielchen und Sticheleien gehen immer weiter. Sie wollen dich brechen und unter ihrer Kontrolle halten. Immer noch ein paar Gramm mehr, sonst bist du nichts wert. Und sie haben sich daran gehalten, damit sie ihren Job nicht verlieren. Viel schlimmer. Irgendwann glaubst du ihnen. Wenn du in den Spiegel schaust, dann siehst du nur noch ein aufgequollenes, unförmiges Wesen. Deine Arme sind dicke Fleischwürste, die an deinem Körper runterhängen. Fette Sau. Du fühlst dich nur noch gut, wenn du lange nichts mehr gegessen hast. Und dann kommt der Heißhunger. Und danach das schlechte Gewissen. Und wozu das alles? Bloß weil ein paar Modezaren oder Zeitschriftenmacher beschlossen haben, wie die perfekte Frau auszusehen hat, oder was? Ich dachte, es hätte sich in den letzten Jahren was geändert. Auf dem Papier vielleicht. Ein paar gut gemeinte Vorschriften, die ignoriert werden, sobald sich die öffentliche Empörung über die letzten Toten wieder gelegt hat. Und danach ist alles wieder wie zuvor. Ariana hat dem nicht standgehalten. Ausgezeichnet, sehr gut. Danke an die Kollegen. Bis dann, Katharina.
BKA hat die Datenübertragung entschlüsselt. Ja, Arthur. Ist schon gekommen. Schon da. Hier, hier irgendwo muss die Kamera stecken. Da ist ein Industriegelände. Und hier? Gleise. Los. Schicken Sie die Bereitschaftspolizei dahin und wenn es geht, möglichst schnell. Erzählen Sie mir von Ariana. Wir haben uns bei einem Casting kennengelernt. Ich habe sofort gemerkt, dass sie was Besonderes ist. So liebevoll und warm. Die perfekte Freundin. Keine von diesen Modelzicken. Ein Mensch, wie du nur einmal im Leben triffst. Verstehe. Leider war sie auch sehr verletzlich. Sie hat der Yoshi kam nichts entgegenzusetzen. Was ist passiert? Sie kam dann nicht mehr raus. Sie wurde weniger und weniger. Irgendwann war sie so ausgezehrt, dass sie schon keiner mehr buchen wollte, weil ihr die Kleider vom Leib rutschten. Und sie dachte, niemand will sie, weil sie immer noch zu dick ist. Dann hat sie ganz aufgehört zu essen. Sie wurde schmaler und schmaler, ist immer wieder zusammengebrochen. Ich bin nicht an sie rangekommen. Erst als sie sich nicht mehr wehren konnte, habe ich sie ins Krankenhaus fahren können. Aber die Ärzte waren machtlos. Ich habe tagelang an ihrem Bett gesessen, bis sie in meinen Arm gestorben ist. Einfach so. Ich habe nichts machen können. Schuld an ihrem Tod. Aber sie ist tot. Glauben Sie wirklich, Ariana hätte gewollt, dass sie für sie einen Mord begehen? Und dafür ihr Leben wegschmeißen? Glauben Sie das wirklich? Er soll verrecken, dieses Schwein. So langsam und elend, wie sie verreckt ist. Und alle sollen es sehen. Sonst ist nach einer Woche wieder alles vergessen und nichts wird sich ändern. Alles wird wieder totgeschwiegen. Nichts mehr totgeschwiegen. Alle sollen sehen, was Ariana angetan hat, aber dafür muss er leben. Wenn er stirbt, dann werden sie alle nur für eine ganz gewöhnliche Mörderin halten. Sagen Sie mir endlich, wo er ist. Nein, er soll sterben, genauso wie sie gestorben ist.
Ja, ich hab's gesehen, danke. Ist er tot? Es ist vorbei. Er lebt. Und? Überlebenschancen 50-50, aber auf jeden Fall, Doktor, bleiben die Schäden davon. Wenn er Glück hat, nur körperliche. Aber es haben doch alle gesehen. Oder? Es haben doch alle gesehen, was er ihr angetan hat. Kommen Sie. Sonst war da alles umsonst. Bitte. Alles umsonst.